Ja, hallihallo, herzlich willkommen bei Flowys Corner hier bei Flowy auf meinem YouTube-Channel zu einer weiteren FreeCAD-Lektion. Aus einer Frage in meiner Community heraus habe ich einen kleinen Weihnachtsstern oder einen kleinen Stern zur Weihnachtsdeko gebastelt. Wie macht man denn sowas in FreeCAD? Und es gibt wie für jede Aufgabenstellung in FreeCAD sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dementsprechend werde ich in diesem Video zunächst einmal den Stern wirklich von Hand zu Fuß komplett in eine Skizze zeichnen. Ich werde euch den Aushöhlen- oder Thickness-Befehl vorstellen. Ich werde euch Alternativen zeigen, wie ihr ohne den Thickness-Befehl klarkommt. Ich werde dann anschließend richtig in die Vollen gehen und werde den Stern mal richtig parametrisch anlegen, sodass ihr durch Werte in einem Spreadsheet, also Werte in einem Tabellenblatt, den Stern komplett nach eurem Gusto anpassen könnt, sodass ihr gar nicht mehr irgendwie in die Skizze rein müsst und den Stern bearbeiten, sondern ihr stellt einfach nur noch wie in so einer Excel-Tabelle ein, ich will so und so viele Zacken haben, ich möchte meine Wand so und so dick haben und mein Stern soll so und so tief sein und einfach durch die Eingabe von ein paar Werten, zack, passt sich die Geometrie automatisch an. Also auch wenn ihr denkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen triviale Geometrie, so ein Stern, das schadet nichts, wenn ihr da mal das Video trotzdem anschaut. Achtet bitte darauf beim Nachvollziehen. Der gute Flowy arbeitet hier mit der FreeCAD-Version 22960 aus dem GitHub, also der 019er. Da hat sich ein bisschen was geändert zur 018er, also auch mit so den Alias-Werten im Spreadsheet und sowas. Das funktioniert mit der 18 nicht 1:1 so. Also meine Empfehlung, nutzt die aktuelle 019er-Version. Viel Spaß mit diesem Tutorial, viel Spaß beim Nachvollziehen. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Wir starten, indem wir jetzt den Stern einmal komplett in eine Skizze einzeichnen wollen. Gehen dazu auf Neue Skizze auf der XY-Ebene. Zeichnen uns zunächst mal hier mit Umstellen auf Konstruktion, also Hilfsgeometrie, hier einen schönen Kreis rein und geben dem den Durchmesser von 300. Jetzt segmentieren wir den Kreis, indem wir hier einzelne Linien reinzeichnen. Also eine Linie, dann die zweite Linie. Gucken wir, dass die einen Winkel zueinander haben von 72. Dem geben wir auch noch einen Namen. W-I-N-K nenne ich den jetzt einfach mal Wink. Und dann mache ich das Ganze wieder. Von hier nach da. Neue Winkelbemaßung von hier nach da. Ist gleich, also hier auf Funktionssymbol gehen. Constraints.Wink habe ich ja gerade so benannt. Kriegt jetzt dann auch eine andere Farbe, weil es eine abhängige Bemaßung ist. Und ja, das mache ich jetzt einfach nochmal. Das ist dann der vierte und der fünfte. Und die jeweils hier mit Win, mit Wink, also Constraints. Punkt. Wink. Auseinander. Und dann noch einmal. Und dann sollte die Skizze auch wieder voll sein. Constraints. Punkt. Wink. So, das ist schon mal meine Hilfsgeometrie, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Segmentiert den Kreis jetzt in 5 gleiche Segmente. Ich stelle hier oben um auf wirkliche Skizzengeometrie, also nicht mehr Konstruktionshilfslinien und zeichne meinen Stern. Also erstmal hier bis da, bis dahin, bis dahin, bis dahin und bis hierhin. Und dann wieder zum Startpunkt. So, jetzt weiß ich bei so einem Stern, dass eigentlich alle diese Seiten hier gleich lang sind. Also ich selektiere mir diese jetzt alle ganz einfach aus mit der linken Taste und gehe auf das Ist-Gleichzeichen und schon ist der Kreis, schon ist der Stern vollständig eingeschränkt. Ja, also so sieht das aus. Passt ganz gut. Und würde jetzt auch sagen, so kann das weitergehen. Also ich kann das schließen und hätte jetzt hier meinen Stern. Dass das vollständig ist, liegt aber auch daran, dass er hier das als horizontal befangen hat. Das muss ich vielleicht noch hinzu erwähnen. Wenn er das nicht fängt, ich lösche das mal raus, dann ist das Ganze jetzt hier noch nicht irgendwie fest definiert. Dann könnte man das noch anders einschränken, dass man zum Beispiel sagt, man möchte hier eine Länge vielleicht vorgeben für so einen Schenkel hier, also hier über die Längenvorgabe, also Längenbemaßung, dass man sagt, hier jeder Schenkel ist von mir aus 100. Oder was könnte man noch machen? Wir könnten noch hier so einen Innenkreis definieren, also von hier nach diesem Eckpunkt hier gehen.
Also beispielsweise hier sagen, von hier nach da hätte ich einen Durchmesser von vielleicht 50 mm. Darüber könnten wir es noch definieren. Aber ich fand das andere eigentlich auch schon, sorry, entfernen. So, ich fand das eigentlich auch schon ganz charmant, wenn das hier horizontal ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann ist der Stern fertig. So, diesen Stern nehme ich mir jetzt her und polstere mir den auf. Also hier auf Pad oder Polster gehen, 30 mm, und dann muss ich den irgendwie noch hohl bekommen. Wie kriegen wir den Stern hohl? Ebenfalls einfach, testen wir mal geradeaus. Wir selektieren mal eine Seite und sagen dann hier oben Thickness oder aushöhlen, aufdicken. Müssen dann hier aber umstellen, dass wir das Volumen innen liegen haben wollen. Und dann noch hier die Wand stärker, also 2 mm. Und schon ist der Stern fertig. Der hat jetzt allerdings hier so einen Boden. Ihr seht, hier ist der Stern jetzt nicht ganz durchgängig. Das können wir ebenfalls noch ändern. Ich gehe hier nochmal drauf und sage Fläche hinzufügen. Diese Fläche hier auch nochmal. So, und jetzt ist der Stern komplett durchgängig. Dieser Thickness oder Dicke-Befehl ist einer der Befehle, die in FreeCAD am meisten im Part-Design zicken. Also das hat jetzt gut funktioniert, aber es funktioniert halt nicht immer. Und jetzt schauen wir mal, ob wir auch ohne den Befehl noch längs kommen. Also ich lösche den und gehe jetzt nochmal hier in mein Pad rein, öffne das und gehe in die entsprechende Sketch hinein. So. Dort kann ich mir freilich auch einen kleinen Stern noch als Innenkontur wirklich auch anlegen. Also hier Linienzugbefehl. Und jetzt einfach mal hier Vollgas. Noch einen kleinen Stern hier reinmalen. Auch immer gucken, dass ich hier die vorgegebenen Linien schön fange, die ich möchte. So. So, und hier ist Ende Gelände. Und wenn ich jetzt auch sage, alle Seiten gleich lang, also schön alle Seiten auswählen und E drücken oder aufs Ist-Gleichzeichen hier oben gehen, hier, dann passt das Ganze auch wieder. So, wir haben jetzt aber hier Freiheitsgrade. Das haben wir jetzt hier durchaus offen. Hier, der ist nicht horizontal, also mal noch auf H klicken. Ansonsten muss ich mal gucken, warum der noch so frei ist. Drei Freiheitsgrade. Ja, das ist, wir haben ja auch nicht die ganzen, die Winkelhalbierenden haben wir auch jetzt auch nicht ganz sauber drin. Können wir lösen, indem wir vielleicht noch einen Hilfskreis machen, also Hilfsgeometrie einschalten, einen neuen Kreis hierher. So, sag einfach mal so bis hier. Gebe dem einen Durchmesser von 265 mm. Und setze jetzt einfach hier diese Punkte da drauf. So. So. Muss man halt gucken, ob wir das wirklich für alle machen müssen oder ob sich der Rest dann ergibt. Ja, genau, der Rest, der würde sich dann ergeben. Und jetzt hätten wir auch den Stern. Ja, mit der Wandstärke können wir halt auch noch ein bisschen hantieren. Wir können hier diesen Kreis nicht fest vorgeben von den Millimetern, sondern löschen das einfach mal. Und sagen jetzt beispielsweise, wir möchten hier einen vertikalen Abstand haben von diesem Punkt zu diesem. Das ist dann nämlich genau die Wanddicke von vielleicht 3 mm oder 2 oder wie auch immer. Und dann haben wir hier ebenfalls das mit der Wanddicke hinbekommen. Brauchen jetzt nur noch ein Pad und brauchen noch diesen Thickness-Befehl hier nicht, diesen Dicke-Befehl, wenn wir den nicht möchten. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, so einen hohlen Stern zu erzeugen. Und jetzt zeige ich euch mal noch eine Möglichkeit, wie wir das Ganze noch einfacher hinbekommen können. Es ist ja doch so ein bisschen, ja, ist ja doch so ein bisschen tricky, jetzt hier so viel zu zeichnen in der Skizze. Können wir das denn nicht noch geschickter anstellen? Ja, also ich mache das hier mal zu den Body und mache mal eine neue Datei auf, neues Dokument und da wieder neuer Körper und neue Skizze. Und in dieser Skizze arbeite ich jetzt mal mit vielleicht ein bisschen mehr Finesse. Also, ich brauche wieder meinen Hilfskreis. Der war ja jetzt wirklich nicht das Problem an der ganzen Geschichte von 300 Millimetern. Dann arbeite ich jetzt hier wieder mit zwei Hilfslinien, also von hier nach da und von hier nach da. Und gebe da jetzt auch mal den Winkel vor, also von Spitze zu Spitze von 72. Und zeichne mir jetzt hier den Stern. Ja, also Linienzugbefehl wieder. So, so,
So. Und jetzt kommt da aber noch ein Stückchen dran, nämlich von hier noch auf dieser Linie folgend hier runter. Zack. Zack. Und hierher. Und das Ganze schließen. So, jetzt gehe ich wieder mal raus und kontrolliere mir das, wie das jetzt prinzipiell aussehen würde. Wird ja die Hilfslinie wird ja ausgeblendet. Ja, das sieht gut aus. So. Und jetzt muss das Ganze noch ein bisschen schöner gemacht werden. Ja, also hier ist ja wirklich noch nicht viel fest. Diesen beiden Linien hier sind parallel. Ja, da passt. Und diese beiden Linien müssen natürlich auch parallel sein. Und jetzt haben wir da nicht mehr so viele Freiheitsgrade. Nur noch 4. Das heißt, wir geben hier mal noch einen vertikalen Distanz vor 5 mm zum Beispiel. Und die Länge hier ebenfalls 5 mm. Noch 2 Freiheitsgrade. Zum Beispiel, dass diese beiden Seiten hier gleich lang sind, wissen wir ja schon von vorhin. Und nun bleibt uns nur noch zu sagen, beispielsweise machen wir mal einen Abstand, jetzt zum Beispiel von hier nach da, von 60. So, und jetzt sieht das Ganze schon gut aus. Können wir aufpolstern, auch wieder 30 mm dick. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat der denn jetzt da gebastelt, wie sieht das denn aus? Ja, genau, wir nehmen das Pad jetzt und gehen jetzt hier oben einfach aufs polare Muster. Das hier würde jetzt natürlich nicht gehen, weil die Teile sich nicht überschneiden. Das ist nicht erlaubt im FreeCAD, klar. Aber wenn wir jetzt hier hochstellen auf 5, ja, dann gibt das auf einmal einen Sinn hier. Ne? Also dann sieht das auf einmal gar nicht mehr so furchtbar aus. Und jetzt ist der Stern ebenfalls fertig und das hier mit einer deutlich einfacheren Skizze. Also wenn ihr da nicht so viel zeichnen wollt, um das Ganze noch sauberer zu machen, würden wir natürlich jetzt hier diesem Abstand hier geben wir jetzt den Variablen Namen Wand und weisen hier dem Teil auch über die Funktion zu constraints.wand selbstverfreilich, dass die immer abhängig zueinander sind, also dass die nicht unabhängig voneinander vorgegeben werden. Wir haben jetzt hier die 72 Grad. Die sind natürlich auch nur dann 72 Grad, wenn ich 5 Zacken haben will an meinem Stern. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt mal noch eine Schippe drauf. Das heißt, wir machen den Stern jetzt mal noch richtig geil variabel. Dazu neues Spreadsheet, also Spreadsheet Workbench, die für so eine kleine Tabellenkalkulation genutzt werden kann. Neues Tabellenblatt anlegen, neue Kalkulationstabelle. Da sage ich jetzt hier mal, Anzahl der Zacken, schreibe ich jetzt hier einfach mal rein, Anzahl der Zacken, die setze ich jetzt mal auf 5 und gebe dieser 5 noch einen Alias, das ist hier Alias oder Elias, also ein alternatives Wort, wie ich den ansprechen kann und dann nenne ich den einfach Zack, Z-A-C-K, so. Und mein Spreadsheet, dass das Spreadsheet heißt, das mag ich gar nicht, das nenne ich auch umbenennen. Das ist immer Werte, dann weiß ich nämlich, also Werte, man könnte das jetzt ansprechen unter Werte.zack. Wenn man Werte.zack eingibt, kommt man hier auf die 5 mm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe wieder hier raus, Part Design. So, und auf meinen Body wieder in die Sketch rein. Und dort steuere ich jetzt hier diesen Winkel von 72 Grad, den steuere ich nicht mehr über 72 Grad, sondern doppelt drauf, auch hier über Variablen steuern. Wir haben was genannt, Werte, meine ich, Werte, Punkt, Zack. Naja, zwei Punkte, das ist natürlich Blödsinn, einer muss da weg. Werte, Punkt, Zack ist 5, ja, aber ich will ja nicht 5 haben, sondern ich will 360 geteilt durch Zack haben, also 360 durch 5, dann haben wir nämlich die 72, passt wunderbar, herrlich und auf Wiedersehen. Polar Pattern wird ebenfalls so gesteuert, also die Vorkommen steuern sich jetzt wirklich über Werte, Punkt, Zack. Und Feuer frei und okay. So, und jetzt, wenn der Gute jetzt hier in seiner Wertetabelle was ändert, zum Beispiel der Zack sind nicht mehr 5, sondern der Zack hier sind von mir aus, was wollen wir denn machen? Machen wir mal 8. Ballern wir mal da rein und gehen wir noch ins Part Design und oho, ja wunderbar. Ne? Ja, das heißt, hier habe ich jetzt eine Variable geschaffen. Jetzt haben wir einen 6 zackigen Sternen. Können wir jetzt hier beliebig oder fast beliebig wahrscheinlich
übertreiben, jetzt haben wir hier einen 10-zackigen Stern und so. Und die ganzen anderen Werte, die können wir jetzt ebenfalls hier über unser Values, über unser Spreadsheet nach und nach noch einbauen. Also die Sketch, die nenne ich natürlich auch mal noch um in Profil minus Stern zum Beispiel. Und was habe ich denn hier zum Beispiel? Im Pad habe ich zum Beispiel, wie dick das Ganze aufgepolstert wird. Also sage ich jetzt einfach mal Tiefe. Also hier ist einfach die Tiefe. Okay, das heißt, ich brauche hier noch einen, also Tiefe der Aufpolsterung gibt es hier, Tiefe Aufpolsterung, Polsterung ist deutsche Sprache, schwere Sprache, von vielleicht 25 mm. Denkt dran, FreeCAD Version 19, wir brauchen einen Alias, also den nennen wir jetzt zum Beispiel einfach Tiefe. Tiefe, so. Und dann nehmen wir uns einfach aus dem Pad hier raus, Funktion zuweisen. Du nimmst dir das auch bitte hier aus Werte Punkt Tiefe. So, die 25 mm. Und fertig ist die Kiste. Das wieder auswählen als letzte Transformation, dass wir es auch sehen. Ja, und jetzt im Prinzip könnt ihr über dieses Spreadsheet alle Werte steuern, sowohl hier vom Pad, dann alles, was hier in der Skizze gesteuert ist. Also die 60, die sind von mir jetzt auch fest vorgegeben, die könnten wir auch variabel gestalten, um zu sehen, wie spitz ist. Die Wanddicke hier, die müssen wir natürlich auch, die hat jetzt hier schon den Namen Wand, ja, aber Wand ist ja jetzt aktuell nur eine Variable der Skizze. Das heißt, da können wir auch hier mit der Wertetabelle arbeiten. Wandstärke der Form und da setzen wir jetzt zum Beispiel mal 5 mm rein oder mal 4 einfach mal, dass was anderes ist. So, und das nennen wir jetzt mal Wandstark. Einfach Bock, das Wandstark zu nennen. So, Wandstark. Gehst jetzt hier in die Skizze rein und nennst das hier, du bist jetzt hier bitte abhängig von Werte.Wandstark. So. Das nimmst du dir, die 4 mm und feuerfrei. Der passt dich dann auch automatisch an. Der greift jetzt hier auch auf Constraints.Wand zu. Also der nimmt sich dann nochmal von da. Der könnte sich das aber auch von Wandstark, also direkt aus dem Tabellenblatt nehmen. Aber das ist jetzt hier egal. So, und das hier könnten wir dann auch noch über Spreadsheet steuern, wenn wir wirklich jetzt hier richtig Vollgas geben wollen. Ja, und jetzt ist immer nur noch hier in eurer Tabelle irgendetwas anzupassen. Wir wollen jetzt 6 Zacken haben, das Ganze soll aber 50 mm aufgepolstert werden und wir wollen jetzt aber hier mal eine dicke Wand haben, jetzt vielleicht mal 16 mm dicke Wand und wie sieht unser Stern aus? So, zack. Das heißt, ihr habt jetzt hier einen vollparametrischen Stern, der sich steuern lässt. Und natürlich könntet ihr dann auch noch solche Sachen wie jetzt hier den Außendurchmesser hier, die 300 mm, auch noch in die Wertetabelle hinein. Da sind im Prinzip alle Optionen offen. Ich schaue nachher mal, dass ich die Datei später in mein GitHub Repository hochlade. Das heißt, ihr könnt es selber natürlich dann nachvollziehen und bei Null starten. Oder ihr ladet euch meine Datei einfach mal runter und fuhrwerkt an der so ein bisschen rum. Ja, ich ändere jetzt hier mal noch die Darstellung in ein schönes Goldgelb hier, so, oder Orange kann man auch sagen, ja, sieht eher Bronze aus, so, ne, ja, ich hoffe, das war jetzt doch ein relativ simples Tutorial durch diese Sternform, wie mehr ist es ja jetzt nicht, aber ihr habt hoffentlich was gelernt, wie wir mit Variablen arbeiten können, wie wir mit der Spreadsheet Workbench, also der Tabellenkalkulation hier arbeiten können und habt so ein paar Möglichkeiten aufgeschnappt, die euch auch weiterhelfen. Also es ist jetzt nur ein Stern, aber dieses Spreadsheet könnt ihr natürlich für alle Konstruktionen schön einsetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Je nachdem, wann ihr das schaut, wünsche ich euch einen frohen ersten Advent jetzt am Sonntag. Guten Start in die Vorweihnachtszeit. Macht's gut, euer Flowy und wir hören voneinander. Auf Wiedersehen.